19 Nationen mit insgesamt 96 Athletinnen und Athleten waren am 22. Dezember am Kreischberg am Start, um bei der Premiere des FIS Freestyle Skiing Weltcups mit dabei zu sein. Auf etwa 1000 Metern Seehöhe wurde eigens für diesen Weltcup eine Buckelpiste neu angelegt, mit einer Länge von 212 Metern, einer Breite von 21 Metern und einer durchschnittlichen Neigung von 28 Grad. Dafür notwendig waren zahlreiche freiwillige Helfer. Wir haben ein tolles Team hier von unseren Mitarbeitern hier, Kreisch India Sport Union, die haben wirklich eine Woche jetzt wirklich hart gearbeitet, dass wir derart perfekte Bedingungen haben. Und dann, wenn da 19 Nationen am Start sind, 110 Athletinnen und Athleten, kann man nur sagen, die wollen alle auf den Kreischberg kommen, wollen alle diese WM-Piste testen. Und sportlich hat das auch ausgezeichnet funktioniert. Also insgesamt eine super Bilanz. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Weltcup-Bewerb? Ja, es war grundsätzlich einmal der beste Event für die WM. Wir werden auf diesem Hang hier auch den Weltmeisterschaft durchführen mit Single-Moguls und Dual-Moguls. Und es geht im Prinzip darum, hier beim Buckelpistenfahren um Zeit, um Sprünge und um die Ausführung in den Buckeln der Schwünger. Neben vielen internationalen Sportlern waren auch erstmals drei junge Damen aus Österreich mit dabei, die unter Trainer Philipp Steinwender die Feuertaufe im Weltcup gut bestanden haben. Melanie Meilinger holte sich als 30. ihren ersten Weltcup-Punkt. Claudia Kohler und Katharina Ramsauer landeten auf den Plätzen 32 und 33. Mit einer Überraschung wartete auch Nina Kern auf. Die ehemalige Alpin-Rennläuferin heuerte im Sommer im Freestyle-Lager an und feierte am Kreischberg als Vorläuferin ihre Premiere. Ja, die Faszination an der Buckelpiste ist einfach die Kombination zwischen Springen und Skifahren, und das Fliegen ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, sag mal. Und du warst heute als Vorläuferin dabei, und was ist jetzt für dich an der Gegend am Kreischberg, ist da was Besonderes? Ja, es ist eigentlich mein Heimberg und ich komme aus Prelitz. Und es ist natürlich vor Heimpublikum wahnsinnig geil zum Fahren. Den Kampf um die Protestplätze konnten die Freestyle-Nationen Amerika und Kanada für sich entscheiden. Bei den Damen setzte sich Heather McPhee gegen ihre Teamkollegin Heidi Kloser durch. Und am dritten Platz landete die Kanadierin Justine Dufour-Lapointe. You know, honestly, my training was horrible yesterday. So I ended up switching up my jumps this morning and hiking a lot. And I just really set the goal of staying mentally tough and just charging every run. So that's probably my main preparation. Der Amerikaner Brian Wilson dominierte bei den Herren und setzte sich im Finale gegen den Kanadier Alex Bilodeau durch. Am dritten Platz landete der Sieger des letzten Weltcups in Ruka, Michael Kingsbury. I prepared for this race just kind of getting in the moment, not thinking about results and just kind of doing the process, you know, and it worked out for me. Auf dem Weg zur WM 2015 steht im Kreischberg in der nächsten Wintersaison mit dem Slopestyle-Weltcup ein weiterer Test ins Haus.